So, jetzt gab es nochmal die Wünsche. Was macht man bei folgendem? Es steht 144 m Quadrat minus 169 n Quadrat. Und wir möchten das irgendwie umformen. Was kann man machen? Also, wir haben es jetzt mal einfach halt in m umgewandelt. Aufgesplittet ergibt sich das so, ne? Das wäre a Quadrat minus b Quadrat ist gleich die dritte binomische, ne? A plus b in Klammern mal a minus b in Klammern. Okay. Was passiert bei folgendem Beispiel, wenn ich sage 4x plus 7y in Klammern zum Quadrat? Wie kann ich das in eine Summe umbilden? Mit anderen Worten, was kann ich daraus machen? Mit irgendeiner anderen binomischen Formel. Das war leicht jetzt. Das Quadrat, dann plus 2 mal ab, plus erkenne ich hier in der Klammer, 2 mal ab, das ist mein, ich schreibe es mal drunter, a, das Ganze ist a, das Ganze ist b und dieses plus b in Klammern zum Quadrat. Dann ist das a Quadrat, das plus schreibe ich ab hier, plus, das kann ich abschreiben, 2ab plus b Quadrat. Und daher kommt das in Schwarz. Anderes Beispiel mit Minus brauche ich jetzt gar nicht zu machen. Da schreibt man das Minus ab und die Sache ist erledigt. Bis dahin ist es ja alles leicht. Aber jetzt wurde ich nochmal gebeten, nochmal darauf einzugehen. Was passiert in folgendem Fall? Ich habe da stehen, sagen wir mal, 196 x Quadrat plus 28 x. Und ich möchte daraus eine binomische Formel in dieser Art und Weise hier machen. Was tun? Jetzt seid ihr dran. Wenn ich aus diesem Teil hier die Wurzel ziehe, komme ich auf 14x. Wenn ich dieses Ding durch 14x teile, dann habe ich bloß noch 2 und nochmal durch die 2. Hier, durch diese 2 muss man ja nochmal teilen. Dann komme ich auf 1. Wenn ich das jetzt hier dahinter schriebe, würde ich sagen, okay, eigentlich habe ich eingeklammert, 1 mal 1 ist 1. Und ziehe aber, ich mache das mal in lila, dieses minus 1 wieder ab. Warum? Damit das hier, warte mal, damit dieser Teil hier nicht auffällt, damit er nicht stört. Ich habe also den Beschiss dazu genommen, damit ich das bis hierher, bis zur 1 einklammern kann. Das ist das Eingeklammerte. Und der Betrug, der wieder aufgehoben wird, ne, damit ich einklammern kann, diesen Betrug, den ziehe ich hinten wieder ab. Also, ich hätte mir das gelb eingerahmte auch schenken können, aber nochmal zur Veranschaulichung. Machen wir dazu nochmal ein paar kleine Übungen. Ich schreibe mal ein paar auf. Also, wir sind jetzt mal ganz scharf. Ich sage einfach 25a² plus x. Puh, nanu, hier ist ja gar kein x drin. Und jetzt bitte ganz stur nach Tippeltappeltour. Dann kriegt man das nämlich auch raus. Genauso wie hier 9m² plus y. Auch da kann man trotz alledem, obwohl es Quatsch ist, aber wer das Schwere kann, kann es einfach auch eine quadratische Ergänzung ziehen. Ich zeige es mal beim ersten. Ich sage mal, okay, ich fange an. Ich ziehe hier raus komplett die Wurzel. Dann hätte ich 5a. Das Plus darf ich abschreiben. Und jetzt sage ich, okay, jetzt schreibe ich das mal sicherheitshalber rein. Ich muss ja x teilen durch 5 und a und durch die 2, die ja immer bei diesem 2ab mitgeschleppt wird. Und das in Klammern zum Quadrat. Jetzt Achtung, hier kann ich gar nicht kürzen. Hier kann ich höchstens vereinfachen, indem ich sage, 10a steht unter dem Bruchstrich. Das heißt also, wenn ich diesen Term nochmal quadriere, dann müsste hier zum Einklammern eigentlich stehen, ne? Ich mach hier raus mal 10a. Dann sieht man das noch besser. So, wenn ich diesen Kram jetzt hier also mit Betrug sozusagen, dahinter quadriere, dann heißt das also plus x Quadrat durch 100 a Quadrat. Das heißt, ich muss den Betrug dann aber wieder in lila abziehen. Minus x Quadrat und das schenkt man sich auf der linken Seite eigentlich. Das ist gar nicht mehr nötig. 100 a Quadrat. Und jetzt hier hinten muss ich es aber machen, denn das hier hebt sich auf und dient zum Einklammern und hier hinten muss ich diesen Kram abziehen. Jetzt macht das mal mit dem zweiten scheinbar schwierigen Ding und dann machen wir noch ein paar leichte Übungen. Also wer das Schwierige kann, der kann alles. Also jetzt hier vorne draus die Wurzel gezogen, heißt das 3m. Plus abgeschrieben. Und hier steht y durch. Und jetzt ganz stur bleiben.
durch eine 2 und 3m, also durch 6m. In Klammern zum Quadrat. Jetzt lasse ich dieses Blau und Lila mal weg und schreibe hier gleich hinten dahinter das, meine Aufhebung des Betruges, also minus y Quadrat geteilt durch 36m Quadrat. Einverstanden? Achtung, jetzt noch ein paar einfache Übungen. Hör auf. Ja, machen wir es leicht. 36x Quadrat plus 72x und das entsprechend quadratisch ergänzen, so wie hier. 36x Quadrat plus 1/36 x und 36x Quadrat plus 8. Das wird einfach zu billig. Machen wir noch 144 x Quadrat hier draus und hier mache ich x hoch 4. Na denn los. Also jetzt haben wir das erarbeitet, ne? Und hier in diesem Fall, weil er hier durch 12 steht, sieht man jetzt hier nicht so schön, müssen wir diesen Mist jetzt mal so schreiben, sonst wird die Zahl zu groß. Schreibe ich einfach abgekürzt und das kommt raus. Also gut, dann hätten wir das. Noch irgendwelche Fragen? Gut, wir probieren mal Folgendes. Und zwar nehme ich mal hier Folgendes an. Ich habe hier einen Baum und da klettert einer auf diesen Baum drauf. Und er schaut zum Horizont und zwar Augenhöhe ist, also seine Augen sind über der Erdoberfläche, die nehmen wir als Höhe 0,0 an, 12 Meter. Wir nehmen weiterhin an, dass der Erdumfang ...40.000 Kilometer beträgt. Es gibt folgende Formel, also das war gegeben. Gesucht ist die Horizontweite, sagen wir klein w dazu. Gegeben waren die 40.000 Kilometer und eine Formel, die wir aus jeder Formelsammlung finden können. Gesucht ist also w und die Formel, die wir finden, ist U ist Pi mal D. Wie geht's weiter? Jetzt seid ihr dran. Hier kommt man mit der Aufgabe nicht weiter, wenn man den Durchmesser der Erde nicht kennt. Ne? Durchmesser durch Mist, komplett quer durch den Mittelpunkt durch, also genau durch. Der Radiosystem zufolge die Hälfte. Jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt brauchen wir eine Arbeitsskizze nochmal. Wie sieht die dann aus? Wir haben hier unser Bäumchen. So, wie sieht jetzt die Arbeitsskizze aus? Wie geht's jetzt weiter? Wir hatten ja gesagt, hier bis zum Horizont guckt da. Man kann bei dieser Aufgabe wie folgt vorgehen. Man sagt, okay, ich mache hier einen ganz normalen Pythagoras draus und sage, das zum Quadrat, ne, 0,012, Achtung, das sind nur 12 Meter. Deswegen 0,012 Kilometer. Hey! Das Quadrieren ergibt sich aus dem Quadrat plus W Quadrat. Wenn man aber eiskalt ist und das als 6369 Kilometer plus 12 Meter in Klammern zum Quadraten schreibt, passiert beim Ausmultiplizieren Folgendes. Ich habe das zum Quadrat und wenn ich auf beiden Seiten das hier auch, wenn ich auf beiden Seiten diese Quadrate abziehe, ich könnte dann sagen minus 6369 Kilometer in Klammern zum Quadrat. Das ergäbe sich dann. Dann würde das rausfliegen. Dann sieht nämlich meine Formel viel kleiner aus. Da habe ich 2 mal 6369 Kilometer mal 12 Meter ist gleich W Quadrat. 2 mal 12 ist 24, allerdings Meter. Und dann bin ich ein bisschen angeschmiert. Ich mache das wie folgt. Ich sage ganz einfach, 2 mal 12 ist 24. Aber am besten 24 Meter umwandeln in Kilometer und kommen dann letzten Endes auch darauf. Also sind das 6369 Kilometer mal 24 Meter umgewandelt sind 0,024 Kilometer
ist gleich W qua, ach was. Peng. Und jetzt tippt mal Tippeltappeltour ein, ob wir W auf diese Art rauskriegen oder ob wir W hier mit dem herkömmlichen Pythagoras rauskriegen und hier ganz schöne Zahlen miteinander kombinieren müssen. Also da zeigt sich wieder die binomische Formel, deren Vorteil. So, an sich ganz leicht. Das kann man eintippen im Taschenrechner, dann Wurzel ziehen, kommt man ungefähr auf 12 Kilometer, ist Horizontweite. Also nochmal, ich habe dieses in Klammern zum Quadrat dann auf der linken Seite ausmultipliziert und bin in dem Vorteil, dass ich auf beiden Seiten die großen Quadrate wegballern kann. Das ist die andere Variante. Ich schließe das Video ab und sage schönen Feierabend.